Hallo bei Kraut und Küche. Heute habe ich ein ganz besonderes Kraut für euch, nämlich eines meiner Lieblingskräuter, den Gundermann oder auch die Gundelrebe. Ja, auch der Gundermann oder die Gundelrebe ist eine von den Pflanzen, die man jetzt im Frühjahr besonders gut pflücken kann. Man erkennt sie jetzt neben den kleinen, dunkelgrünen, nierenförmigen Blättern auch an den lilafarbenen Blüten, die nicht oben, wie sonst bei vielen Blumen oder Pflanzen, am Stängel sitzen, sondern direkt unten neben den Blättern. Der Gundermann ist übrigens auch eine Art Minze, ein Lippenblütler, der auch wie die Minze ein ganz starkes Aroma hat. Der schmeckt jetzt nicht unbedingt nach Minze, aber wenn man den mal probiert, dann merkt man schon, aha, der ist richtig angenehm würzig und man kann deswegen auch so viel mit dem Gundermann machen. Ich habe hier jetzt so ein ganzes Gundermannfeld hier hinter mir. Das ist ein richtiger Glücksfall, das sieht man so oft nicht, aber der wächst schon ordentlich und oft und man kann ihn oft auch finden unter Steinen und an moosigen Stellen und ein bisschen im Schatten. Also viel auch an Wegrändern und in Wäldern. Ich habe hier so einen Gundermannstängel gerade vor mir und da sieht man sehr schön die kleinen lilafarbenen Blätter, die sich wundervoll auch machen in Salaten oder als Deko für Smoothies. Ja, was ist das Besondere an dieser kleinen Pflanze? In Wahrheit ist sie gar nicht so klein, sondern eine richtig große Heilpflanze, die man schon seit Urzeiten kennt. Die Germanen und auch viele andere Völker wie die Slawen und die Kelten haben dem Gundermann, dem großen Donnergott Dona, geweiht. Das ist ungefähr die Entsprechung zu dem, was wir heute als Jupiter kennen. Also dem großen Gott der Lebensfreude, der Lebenskraft auch, der Wärme, der Expansion, des guten Essens und des guten Trinkens und eben auch der Gewitter. Und da erkennt man schon ganz viel von der Kraft dieser kleinen Pflanze. Der Gundermann wirkt stark entgiftend und regt den ganzen Organismus an. Also den Stoffwechsel, die Leber, die Nieren. Früher hat man gedacht, weil die Blätter so nierenförmig sind, dass der Gundermann besonders stark auf das Nierensystem und den Harnleiter wirkt. Und das konnte man tatsächlich auch hinterher beweisen. Was ist drin? Rein chemisch gesehen hat der Gundermann ganz viele Bitterstoffe. Er hat Cholin, also einen Stoff, der den Stoffwechsel und die Verdauung anregt. Er hat ganz viel Vitamin C und auch andere Vitamine. Dann ist drin Kieselsäure, Gerbstoffe. Und auch Saponine, also das sind diese seifenartigen Stoffe, die man oft in Wildkräutern findet und die besonders schleimlösend wirken. Darum, man hat auch festgestellt, Gundermann ist auch gut für die Bronchien und die Lunge, wenn man also ein bisschen Husten hat oder einen Anflug von Bronchienentzündung, dann wirkt das auch wunderbar, um zu entschleimen und abzuhusten. Was war noch typisch für diesen großen Donnergott Jupiter oder auch Dona? Es war quasi auch der Gott, der mit voller Lebenskraft und Lebensfreude alles Alte und alles Überholte zur Seite drängte, überschwemmte, vielleicht auch mit einem großen Regenbruch oder eben diesem Gewitter, wegschwemmte, damit das Neue entstehen konnte und die neue Kraft und die große Lebenskraft und Wärme zurückkommen konnte. Und ein bisschen von dieser Kraft steckt eben auch im Gundermann. Das heißt also, der Gundermann hilft auch zu reinigen und zu entgiften. Er leitet sogar Schwermetalle aus, vor allem Blei. Die Bleigießer haben früher ganz besonders oft und gerne Gundermann-Tee getrunken, weil sie wussten, dass sie den angesammelten Blei aus dem Körper damit ausleiten konnten. Das heißt, der Gundermann ist auch eine von den Frühjahrspflanzen, die man gut nehmen kann, um den Körper zu entschlacken, zu reinigen und wieder auf Vordermann zu bringen, bevor der Sommer kommt. Ja, was ist typisch für diese Minzarten, diese Lippenblütler mit den kleinen Blüten hier am Stängel? Sie sind ganz besonders aromatisch und haben viel, viel ätherisches Öl. Das ist auch der Grund, warum man die Minzen so wundervoll für Tees und andere aromatische Speisen nehmen kann. Und Ähnliches gilt eben auch für den Gundermann. Der ist auch sehr aromatisch und es gibt ein Rezept, da nimmt man einfach nur diese Gundermannblättchen und taucht sie in Schokolade und hat damit so eine Art gesundes oder ein bisschen gesünderes After Eight. Ein anderer Name für dieses kleine Pflänzchen, neben Donnerkraut oder Donnerreber, ist übrigens auch Erdkränzel. Erdkränzel deswegen, weil der Gundermann, wie man hier schön sieht, ganz nah am Boden wächst. Und man hat früher gedacht, weil es so eine Pflanze ist, die sich am Boden ausbreitet und auch ganze Teppiche bilden kann, dass unter dem Gundermann die Heinzelmännchen wohnen. Mit diesem Glauben einher gingen ganz viele Mythen und Geschichten und Sagen um diese kleine Pflanze. Unter anderem soll sie zum Beispiel hellsichtig machen und eine Verbindung zur Anderswelt herstellen. Es hieß, wer sich vor allem zu großen rituellen Festen, wie zum Beispiel zum 1. Mai oder zur Johannisnacht, einen Gundermannkranz auf den Kopf legt, der kann tatsächlich Einblicke bekommen in die Anderswelt und dann vielleicht mit den Heinzelmännchen oder den Elfen kommunizieren. Der Gundermann
konnte übrigens nicht nur hellsichtig machen, sondern er galt auch als Schutzpflanze, mit der man sich vor solchen Kräften schützen konnte. Besonders gerne hat man Schutzamulette oder auch Schutzkränze aus Gundermann geflochten für kleine Kinder, um sie vor den Kräften der Anderswelt zu schützen. Oder man trug Schutzamulette und solche Gürtelreifen aus Gundermann an Festen, die spirituell geprägt waren, also den Jahreszeitfesten, wo immer es hieß, dass die Grenze zur Anderswelt besonders dünn ist. Der Gundermann, der wächst ja auch ganz, ganz nah an der Erde und er sollte eben auch eine Pflanze sein, mit der man sich selbst geerdet hat, sodass man eben hier mit dem Gundermann auch in der diesseitigen Welt bleiben konnte und nicht mit den ganzen rauschhaften Getränken und dem Tanz ums Feuer und den Ritualen wegflog und quasi ungewollt in die Anderswelt abdriftete. Wenn ihr euch also gerade mal ein bisschen luftig fühlt oder das Bedürfnis habt, euch zu erden und wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen, ist Gundermann auch die Pflanze der Wahl für euch. Ein anderer Glaube besagte, dass wenn man Gundermann oder Gundelrebe bei sich trug als Amulett oder als Kranz auf dem Kopf, dass man dann die geheimen Seiten der Menschen sehen konnte, also zum Beispiel Magier erkennen konnte oder Hexen. Es gibt beim Storl da eine ganz interessante Geschichte, dass ein Dienstmädchen in die Kirche ging mit Gundermann um den Hals oder auf dem Kopf, die dann plötzlich sah, dass die ganzen gut gestellten Damen aus der kleinen Stadt, wo sie herkam, eigentlich Hexen waren. Die Geschichte endete übrigens nicht besonders gut, weil die Hexen das natürlich schnell rausbekommen und bemerkt haben und das Dienstmädchen dann leider nicht mehr sehr lange lebte. Naja, wir müssen uns den Gundermann ja nicht unbedingt als Amulett um den Hals hängen oder auf den Kopf legen. Da gibt es heute ganz viele andere interessante Rezepte. Zum Beispiel kann man den Gundermann einfach in Milch aufkochen oder wenn man keine Milch trinken mag, vielleicht auch in Sojamilch. Wichtig ist einfach, dass es nicht nur Wasser ist, denn diese ätherischen Öle, das hört man ja schon am Namen, sind fettige Stoffe, die sich besonders gut in fettigen Flüssigkeiten auflösen. Darum hat schon Hildegard von Bingen im Mittelalter empfohlen, bei Schnupfen, bei verschleimten Lungen oder verschleimten Bronchien, Gundermann in heißer Milch aufzukochen und das dann zu trinken, so ähnlich wie früher auch heiße Milch mit Honig empfohlen wurde. Also immer gut mit Gundermann dabei, das kann euch auf jeden Fall bei solchen Geschichten helfen. Ja, und wo kommt nun eigentlich der Name Gundermann oder Gundelrebe her? Gund war früher die Bezeichnung für Eiter, wobei man Eiter nicht so medizinisch betrachtet hat wie heute. Eiter war einfach so etwas wie eine schlecht gewordene, faulige Flüssigkeit. Und es war auch so ähnlich wie schlecht gewordene Milch. Deswegen hat man beides in Verbindung gebracht. Man hat also festgestellt, dass Gundermann ganz besonders gut hilft und wirkt auch bei Wunden und besonders eben bei eitrigen Wunden. Also überall, wo diese faulige Flüssigkeit zum Vorschein kam. Gleichzeitig hat man Gundermann aber auch benutzt, um die Milch zu stärken und um sie nicht so schnell schlecht werden zu lassen. Es gibt Geschichten, dass sogar noch Anfang des letzten oder vorletzten Jahrhunderts die Dienstmädchen oder alle, die mit Milch zu tun hatten, da gerne ein paar Gundermannstängel in die Milch legten, um so zu verhindern, dass sie vorzeitig kippte. Ja, um diese Beziehung Gundermann und Milch gab es ganz viele Bräuche und Mythen. So hat man zum Beispiel Gundermann gerne in Kuhställen aufgehängt oder man hat Gundermann-Kränze den kranken Kühen um den Hals gehängt, um sie zu stärken und zu mehr Milchbildung anzuregen. Es gibt auch Geschichten, dass manche Bauern die allererste Milch einer Kuh durch einen Gundermannkranz gemolken haben, um so zu bewirken, dass die Kuh über das Jahr mehr Milch gibt. Inzwischen hat man festgestellt, dass Gundermann tatsächlich antientzündlich wirkt. Es lohnt sich also heute wieder damit zu arbeiten und sich für leichte Wunden und Schürfungen und besonders auch eitrige Wunden zum Beispiel eine Gundermann-Salbe oder ein Gundermann-Wundwasser herzustellen, wie ich das heute noch machen möchte. Übrigens gibt es zu diesem kleinen Pflänzchen noch eine ganz andere Geschichte. In England war es nämlich ein beliebtes Kraut, um damit Bier zu brauen. Und es gab lange Zeit dort diese Gill-Houses, in die man ankehrte, um Bier zu trinken. Und Gill bezieht sich dabei tatsächlich auf den Gundermann. Früher hat man ja überhaupt Bier aus noch vielen anderen Kräutern mehr gebraut, unter anderem auch aus Brennnessel und aus verschiedenen rauschstärkenden Pflanzen. Und der Hopfen im Bier kam ja eigentlich erst auf, als die Mönche anfingen, ihn zu brauen, weil der Hopfen eine eher dämpfende Wirkung hatte. Andere Kräuter, die man also vorher benutzt hatte für das Bier, waren dagegen eher berauschend oder sie konnten sogar bewirken, dass man eine Beziehung oder sich öffnen konnte zu dieser Anderswelt. Diese rauschhaften oder ja sogar fast seherischen Fähigkeiten wollten also die Mönche oder überhaupt die Christen gerne unterbinden. Und darum haben sie gesagt, das Bier soll nur noch aus Hopfen gebraut werden
Und solche Kräuter wie Gundermann und vor allem auch Bilsenkraut und viele andere durften im Bier nicht mehr verwendet werden. Heute kursieren wieder verschiedene Rezepte, wie man also Bier noch anders herstellen kann. Unter anderem habe ich irgendwo gefunden ein Rezept für Brennnesselbier oder Brennnessel-Löwenzahnbier oder eben auch ein Rezept für Bier aus Gundermann, das ich euch hier unter diesem Video in die Videobeschreibung schreiben werde. Hildegard von Bingen hat übrigens Gundermann auch empfohlen bei Tinnitus, das nur nebenbei. Und was könnt ihr jetzt machen mit diesem hübschen kleinen Pflänzchen? Also wie schon gesagt, im Salat oder auch im Smoothie ist es wunderhübsch mit den kleinen lilafarbenen Blüten. Es gibt aber auch ganz viele andere Rezepte. Zum Beispiel kann man sich Gundermann-Kraut klein gehackt einfach aufs Brot legen oder in Streichcremes oder in Quark einrühren. Oder auch einfach in eine Suppe. Es gibt zum Beispiel von Storl ein Rezept für Kartoffelsuppe mit Gundermann. Gundermann macht sich auch gut übrigens in der ganz berühmten neuen, magischen neuen Kräuter-Frühlingssuppe oder überhaupt in allen Frühlingssuppen und Frühlingsgemüsen. Der Gundermann ist übrigens auch eine von den Pflanzen, die besonders gerne da wachsen, wo auch Menschen unterwegs sind. Die Chance ist also gut, dass ihr den tatsächlich auch da findet, wo ihr auch sonst euch normal bewegt, also an Wegesrändern oder direkt bei euch unter der Hecke im Garten. Und wie man hier schön sehen kann, hier sind ganz viele Insekten unterwegs. Denn auch Bienen und kleine Insekten lieben das ätherische Öl und das Aroma von diesen kleinen Blüten. Der Gundermann ist also auch eine Pflanze, die sich besonders gut eignet, wenn man den Insekten im eigenen Garten was Gutes tun möchte. Für die Gundermann-Bunting-Tour braucht ihr, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, natürlich viel Gundermann. Am besten sammelt ihr die zuerst hier in so einem kleinen Körbchen, um zu gucken, dass keine Tiere mit dabei sind. Und dann nehmt ihr euch so ein kleines Schraubglas, wie ich hier habe. Und dann werden diese Stängel des Gundermanns in das Glas gestopft und wirklich so, dass möglichst viel Gundermann drin ist. Also ihr könnt da wirklich auch ein bisschen nachhelfen und stopfen, dass da viel von der Pflanze reingeht. So, wie ihr seht, ich habe jetzt dieses kleine Schraubglas mit Gundermann gefüllt und zwar auch richtig eng. Also die Pflanzen sind da auch richtig gepresst drin. Und das Ganze kommt jetzt so wie es ist, also ohne irgendeine weitere Zutat bei mir zu Hause in die Sonne für 4 Tage auf die Fensterbank. So, mein gepflückter Gundermann hat jetzt 4 Tage bei uns im Wohnzimmer in der Sonne gestanden. So sieht er jetzt aus, nachdem ich ihn ordentlich ausgepresst habe. Also wundert euch nicht, wenn ihr das Rezept nachmacht und ihr seht keine Flüssigkeit. Da ist auf jeden Fall was drin, ihr müsst es nur wirklich gut, vielleicht sogar mit der Hand auspressen. Und so sieht die Flüssigkeit bei mir aus, die ich jetzt aus meinem Gundermann für die Wundkrauttinktur rausbekommen habe. Das Rezept für die Wundkrauttinktur selber ist jetzt eigentlich ganz einfach. Ihr nehmt dazu euer Gundermannwasser und messt es auf einer Waage ab. So, das sind jetzt 43 Milliliter und jetzt nehmt ihr euch ganz einfach hochprozentigen Schnaps oder anderen neutralen Alkohol. Auf jeden Fall wichtig, dass er 38-40% Alkohol enthält. Und jetzt füllt ihr im Verhältnis 1:1 noch einmal auf. Das heißt, ich habe jetzt hier die 42 oder 43 Milliliter und macht daraus jetzt einfach 84. Und damit habe ich jetzt schon meine Wundkrauttinktur. Und diese Wundkrauttinktur könnt ihr jetzt, genauso wie ich, in so ein kleines braunes Apothekenfläschchen füllen, wo es dann auch sicher bis zu einem Jahr aufbewahrt werden kann. Und wann immer ihr also mal wieder euch vielleicht ein Knie aufgeschürft habt oder eine andere Wunde habt, vor allem wenn die dann auch noch eitert, habt ihr das beste Mittel gleich bei euch zu Hause selbst gemacht im Schrank. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und beim weiteren Experimentieren mit dieser wundervollen Pflanze. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Den Gundermann sammelt ihr am besten erstmal in so einem Körbchen, um zu gucken, dass ihr keine Tiere mit dabei habt, die hinterher in grausamen Alkohol tot sterben könnten. Okay, ist das normal? Grausamen Alkohol tot. Ah, das ist nicht lustig.